Wir werden hier unsere Erkenntnisse über Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen zusammenfassen. Die Exponentialfunktionen führten sehr schnell zu zwei unterschiedlichen Fällen, wenn die Basis a streng zwischen 0 und 1 liegt, so verläuft der Graph der Exponentialfunktion a hoch x so. Und wenn die Basis a streng größer ist als 1, so verläuft der Graph der Exponentialfunktion a hoch x so. Wir haben diese Exponentialfunktion a hoch x abgeleitet und herausgefunden, dass a hoch x prim gleich ist zu a hoch x selbst mal eine Zahl Alpha, die von a abhängt. Und diese Zahl Alpha von a, das ist Limes, wenn t gegen 0 strebt, von a hoch t minus 1 geteilt durch t. Leonhard Euler hat gezeigt, dass es eine Basis a geben muss, für die Alpha 1 ist. Diese Zahl wird mit klein e bezeichnet und Euler-Zahl genannt. Diese Zahl e ist also so, dass Alpha von e gleich ist zu Limes, wenn t gegen 0 strebt, von e hoch t minus 1 geteilt durch t und dieser Grenzwert ist 1. Da Alpha von e 1 ergibt, haben wir so eine Exponentialfunktion bestimmt, die gleich ist zu ihrer Ableitung. E hoch x prim ist also gleich zu e hoch x. Dieser Grenzwert ermöglichte uns, den Wert dieser Zahl e zu bestimmen. Der Wert ist ungefähr 2,71828 und somit konnten wir auch den Graphen dieser Exponentialfunktion mit Basis e zeichnen. Diese Exponentialfunktion mit Basis e nennt man auch die natürliche Exponentialfunktion. Diese natürliche Exponentialfunktion ist stetig und streng steigend. Also können wir diese Funktion umkehren. Der Graph dieser Umkehrfunktion ist das Spiegelbild von dem Graphen von e hoch x gegenüber dieser Symmetrieachse mit kartesischer Gleichung y gleich x. So erhielten wir sofort den Graphen von der Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion, die man natürlicher Logarithmus nennt. Diese Funktion haben wir abgeleitet und haben als einfache Ableitung 1 auf x gefunden. Diese Funktion ln von x hat drei ganz besondere Eigenschaften, und zwar ln von einem Produkt, das ist die Summe der einzelnen lns, ln von einem Bruch, das ist die Differenz der einzelnen lns, und bei ln einer Potenz kann der Exponent nach vorne, wo er multiplizieren wird. Anschließend haben wir die allgemeine Exponentialfunktion mit Basis a ebenfalls umgekehrt. In dem ersten Fall, wo a zwischen 0 und 1 liegt, finden wir diesen Graphen für die Umkehrfunktion Logarithmus mit Basis a. Und wenn die Basis a streng größer ist als 1, finden wir diesen Graphen für Logarithmus mit Basis a. Anschließend haben wir eine Verbindung zwischen diesem allgemeinen Logarithmus und dem natürlichen Logarithmus hergestellt, und zwar durch diese Formel. Diese Formel ermöglichte dann auch, rasch die Ableitung von diesem Logarithmus zu bestimmen. Da ist sie. Und diese Formel ermöglichte auch, die besonderen Eigenschaften von diesem Logarithmus zu bestimmen, die genau gleich sind mit den Eigenschaften vom natürlichen Logarithmus. Unser Puzzle ist bald fertig. Es sind noch alle schöne, einfache Förmelchen, nur diese Ableitung, die ist nicht schön. Wir werden das jetzt vereinfachen und können das auch erst ab diesem Zeitpunkt. Vorher ging das noch nicht. Und zwar, wir werden die Ableitung vom Logarithmus mit Basis a
auf übliche Art berechnen, so wie wir es immer gemacht haben bei Umkehrfunktionen, ohne diese Formel zu benutzen. Legen wir los. Die Funktion, deren Ableitung wir suchen, nennen wir f. F von x ist also Logarithmus mit Basis a von x. Jetzt nehmen wir a hoch an beiden Seiten und a hoch und Logarithmus mit Basis a sind gegenseitige Umkehrfunktionen, die sich also neutralisieren. Hier bleibt nur noch x übrig. Die Funktion links ist dieselbe wie die Funktion rechts. Wenn zwei Funktionen gleich sind, dann müssen ihre Ableitungen gleich sein. Die Ableitung von links, das ist eine Kettenfunktion, das ist also zuerst mal die Ableitung von a hoch, die Ableitung von a hoch, das ist Alpha von a mal a hoch. Diese Ableitung sollen wir aber nicht mit x, sondern mit f von x ausdrücken, also ergibt das Alpha von a mal a hoch f von x. Und dies dann noch zu multiplizieren mit der Ableitung von f, also mit f' von x. Ableitung von x macht 1. Kleine Zwischenbemerkung, aus diesem Produkt gleich 1 können wir schließen, dass die Zahl Alpha von a nicht 0 ist. Denn wenn sie 0 wäre, dann könnte dieses Produkt unmöglich gleich 1 sein. Dann müsste das Produkt gleich 0 sein. Also können wir daraus schließen, für alle Basen a in diesem Bereich ist Alpha von a niemals 0. Hier steht a hoch f von x. Aber das f von x, das ist der Logarithmus mit Basis a. Also steht hier a hoch Logarithmus mit Basis a von x. Das streicht sich weg, übrig bleibt nur noch das x, weil a hoch und Logarithmus mit Basis a gegenseitige Umkehrfunktionen sind. Jetzt möchten wir noch durch dieses Produkt teilen. Alpha von a ist nicht 0, also dürfen wir teilen. X ist auch nicht 0, denn x muss streng positiv sein als Argument von einem Logarithmus. Somit dürfen wir also teilen und haben herausgefunden, dass der Logarithmus mit Basis a' von x 1 auf x mal Alpha von a sein muss. Aber indem wir die Ableitung anders gerechnet hatten, haben wir herausgefunden, dass diese Ableitung gleich zu diesem Bruch sein muss. Also müssen diese zwei Brüche gleich sein. Und demzufolge muss Alpha von a dasselbe sein wie ln von a. Alpha von a ist also gleich zu ln von a. In diesem Kästchen hier oben können wir also Alpha von a ersetzen durch ln von a und dann brauchen wir diesen Grenzwert nicht mehr. Das löschen wir also und ersetzen das durch die viel einfachere Formel a hoch x', das ist ln von a, mal a hoch x. In unserem Puzzle fehlt noch ein Teil, damit es vollständig wird. Das regeln wir schnell als Nebenbemerkung. Für egal welche Zahl a streng positiv und verschieden von 1 gilt e hoch x mal ln von a, das ist im Exponenten kann dieses x in ln hineinspringen als Exponent von a durch die dritte Eigenschaft von ln. Jetzt haben wir hier e hoch und ln. Das sind gegenseitige Umkehrfunktionen, die sich wegstreichen. Somit bleibt nur noch a hoch x. Demzufolge gilt also, a hoch x ist genau dasselbe wie e hoch x mal ln von a. Diese Formel war das letzte Teil von diesem schönen mathematischen Puzzle bezüglich Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen.